Okay, okay, okay. Das wird wohl nichts. Dann brauche ich hier ein Warndepot. Um mich hier mal auszubreiten. Hier eins her. Achtung, und Produktionsstillstand. Hier eins her. Wo denn? So, was machst du denn? Sand. Wieso kriege ich hier schon wieder keinen Sand? Ach so, warte mal. Handelsroute, Handelsroute 1. Nimmst du gar keinen Sand mit? Nö. Wo produziere ich denn hier Sand? Gar nicht, hä? Goldvorkommen, Hummer, Ölvorkommen, Kupfer. Wie produziere ich hier nochmal Sand? So, jetzt muss ich hier erstmal durchsehen. Das ist schon das Ding. Scheiße, ne? Muss ich hier. Die beiden sind aus dem Quark hier. Sand. So. Dann müssen wir hier in die Handelsroute hier noch was aufladen. Und zwar Sand. Aber nicht so viel. Sagen wir so, 10 Tonnen reichen. Und hier laden wir den Sand wieder aus. So, das müsste reichen. Dass das richtig funktioniert. So. Der hat drei Stellplätze. Einer haben wir noch frei, dann funktioniert es auch. So. Dann machen wir hier erstmal kurz geräuspert, wie immer. So, morgen. Fruchtbarkeit. Werte steigen. So, mache ich hier. Pam. Und Pam. Na, komm, fang Spiel mich. Gespeichert. Dann brauche ich hier eine Straße dazwischen und hier eine her und natürlich hier eine her. Dann brauche ich eine Molkerei. Molkereien stelle ich jetzt mal hier und hier eine her. Registriere Energieknappheit. Ja, ist mir klar. So, jetzt dürfen wir genug Strom haben. So, und so. Dann haben wir hier die fertig. Bauen wir hier noch Straßen raus. So. Dann verbindet man das hübsch. Naja, hübsch sieht anders aus. Und dann produzieren wir hier die Milch, die Getränke. So. Hoffentlich floriert das bald. Sieht zwar noch nicht so aus, aber es wird. Glaube ich mal. So. Lauter Kühe. Wie schön. Und hier ein paar Obstgärten. Gefällt mir. So. Da muss ich eine besiedeln mit Weizen. Oder? Okay, wie sieht's mit euren. Oh, Lifestyle sieht gut aus. Gefällt mir.
persönlich. Wir müssen Präsenz zeigen, wenn. Achso, ist nicht meins? Dann ist ja gut. Wird hier jetzt schon wieder Glas produziert? Nö. Nö. Ah, da kommt das Schiff erst. So, da müssen wir kurz gucken, was hier Weizen. Weizenfarm, Teigwarenfabrik, Gemüsefarm. Hier wächst zum Glück auch Gemüse. Dann machen wir hier gleich das Gemüse mit, das wir mal brauchen für den Weizen und die Nudlis. Tycoons docken auch hier mal an. Ist toll. So geht's aufwärts mit uns. So, und haben wir hier schon Molke? Nö, sieht noch nicht so aus. Oh, läuft 105%. Toll. Gefällt mir. Dann gehen wir hier mal voll Gummi. Und die Produktion fängt an. Ich bin gespannt, ob uns die paar Dinge ausreichen. Dann mache ich hier mal eine Handelsroute auf. Neue Handelsroute bitte. So. Da komme ich von hier. Einladen. Die Getränke bitte. Nach hier. Ausladen. Die Getränke bitte. Das war ja klar. Schiff hinzufügen. Das hier bitte. So, schließen. Und wie viel nehmen wir mit? 2 Stück. Bin ich gespannt, ob das reicht. Aber ich glaube noch nicht. Wir haben ja doch schon ein paar Bevölkerungen. Bevölkerungen, sage ich. Doch schon einiges an Leuten. Und ja. Es floriert schon langsam. Ich muss mich hier mal kurz umsetzen. Weil mir gerade der Fuß einschläft. Und das ist nicht so lustig. So. Glas wird auch schon wieder produziert. Ja, Sand ist vorhanden. Wie viel Sand? 14 Sand. Lifestyle läuft. Obst läuft. Sushi ist rückgängig, aber läuft. Oh, Reis ist rückgängig. Glaubt man's nicht. War jetzt wirklich noch eine Reisfarm? Dann mach ich mal lieber sicherheitshalber eine. So. Zack. Naja, das automatische Bauen von den Dingern ist jetzt nicht unbedingt so pralle. Aber es ist besser geworden. Macht vielleicht das Update aus, was gerade vorhin gekommen ist. Ich habe ja doch schon wieder ein bisschen Spielpause in dem Spiel hier. Deswegen die Verplantheit wieder am Anfang. Boah. So, ist das Schiff schon einmal hier gewesen? Einmal? Ja, war es. Ich habe im Fernsehen einen Bericht über die Lebensbedingungen bei Global Trust gesehen. Der reinste Horror. Und ja, es geht ihnen besser. Wie sieht es hier mit der Mitbestimmung aus? Konferenzzentrum. Boah, das hätte einen guten Radius. Aber das müsste ich auch irgendwo in die Mitte reinzimmern. Das will ich ja auch fast nicht. Dann muss ich es hier außen wieder irgendwo platzieren. Muss ich dann gucken, wo ich es hinbringe. Muss ich hingucken, wo ich es hinbringe. Gucken, wo ich es hinbringe. So. Wie geht's euch?
Ja, die haben jetzt so ziemlich alle Getränke aufgebraucht. Es fällt aber noch nicht. Eines Tages werden hoffentlich alle auf der Welt so leben wie wir. So, mal gucken, ob es gleich weiter steigt. So, zwei haben sie noch. Zwei haben sie noch. So, Milch haben wir eine Überproduktion. Drei Getränke. Der läuft auf 100. Ich glaube, dass ich ein Obstbetrieb mehr brauche. Zack. Haben wir die alle wieder gesetzt. So. Und dann stelle ich sicherheitshalber noch einen Betrieb her. Nicht genügend Baumaterial. Ja, ist ja klar. Ist ja klar. Ich wusste, dass es alternative Wege gibt. Dieser Ort ist das beste Beispiel dafür. So, Getränke sind wieder ausgegangen. Aber fällt jetzt nicht voll weg. Sieht aus, wie dass das nur einmal erfüllt werden muss. Irgendwie fällt das nicht. Aber steigen tut es jetzt auch nicht unbedingt. Egal. Das kriege ich auch noch. So, Zähne müssen reichen fürs Erste. Schon was vor? Wenn nicht, hör zu. Was? Tilda Jorgensen bittet Sie, eine Lieferung möglichst rasch zu den auf dem Minimap markierten Positionen zu transportieren. Belohnung. 5.445 Credits, 152 Prestige und 10... Okay, nehmen Sie die Lieferung in Empfang. Bin ja dann eh schon in der Gegend. Wenn mal das Schiff unten ankommt. So, hier sieht's wie aus. Die laufen auf 105, 105, 105. 100%. So, ich bin mal gespannt. So. Dann fährst du hier runter, holst das Zeug und dann weiter geht's. Ah, die sind schon bald gut erfüllt. Sind schon wieder im grünen Bereich. Das gefällt mir. So, dann produzieren wir hier das nächste Schiff, dass wir hier bald ja, wie soll ich sagen, dass wir hier bald richtig loslegen können. Jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich hier den ganzen Sand wegglaub. Nö, passt schon noch. Passt schon noch. So, vier Drinks sind fertig. Obst haben wir immer noch keine Überproduktion.